Guten Morgen, Friedenskirche. Erster Feriensonntag. Dankeschön. Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute ja Gott genauso begegnen und erleben wie sonst auch. Unser Thema heute Morgen wird sein: Wohin schlägt mein Leben aus? Und ich glaube, ihr kennt das, dieses kleine Spiel steht manchmal in den Wohnzimmern, wenn man auf der einen Seite die Kugel ausschlagen lässt, dann bewegt sich die Kugel auf der anderen Seite. Das ist Newtons Wiege. Isaac Newton war noch einer der Universalgelehrten und er hat sich unter anderem auch viel mit Mechanik beschäftigt. Im 17. Jahrhundert. Er hat diese Wiege nicht erfunden, das wird wahrscheinlich ein Franzose gewesen sein, aber trotzdem ist sie nach ihm benannt. Und was man daran auch gut studieren kann, das ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Der sagt nämlich, in einem geschlossenen Raum geht Energie nicht verloren. Wahrscheinlich war es nicht das, was ihr heute Morgen unbedingt hören wolltet. Aber es ist ja manchmal trotzdem spannend, sich an Dinge zu erinnern, die früher mal waren. Also die Energie in diesem System ist dort eingesperrt. Wenn wir jetzt einen Physiker fragen würden, ich war ganz erstaunt, als ich ein bisschen darüber gelesen habe, dann hätte der jetzt seine Fragezeichen und würde sagen, so ganz stimmt es aber denn doch nicht, weil da gibt es folgende Formeln und so. Aber so tief wollen wir dann heute Morgen doch nicht in dieses Thema eintauchen. Ich habe es einfach als ein Bild genommen, dass wir in unserem Leben auch Pendelbewegungen haben. Diese Pendelbewegungen, die fangen schon in der Schule an. Unsere Kinder sollen Erörterungen schreiben. Erörterungen heißt, ich kriege ein bestimmtes Thema und dann muss ich mir überlegen, was spricht dafür, was spricht dagegen und welcher Meinung bin ich? Unsere Kinder kennen das gut. Wenn ihr mal beobachtet in einem einfachen Gespräch, wenn das Gespräch anfängt und jemand hat eine neue Idee, der legt als erstes seine Idee auf den Tisch. Und dann höre ich sie mir an und der erste Reflex, den ich habe, der ist, halt, stopp, das kann man ja auch anders sehen. Und dann gucke ich erst mal drumherum und überlege mir, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und wenn mein Gegenüber die Idee hatte, dann gucke ich erst mal, was spricht eigentlich dagegen. Weil es soll sich ja in der Mitte einpendeln und wir wollen zu einer Entscheidung kommen. Macht diese Idee Sinn oder macht sie keinen Sinn? Es ist so ein ganz natürlicher Reflex, dieses Hin- und Her-Pendeln. Es gibt den Spruch, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Der, finde ich, passt da ziemlich gut. Die beste Lösung ist eigentlich, wenn man obendrauf sitzen bleibt. Dem Volk Israel ging das auch so. Es ist auch viel hin und her gependelt. Und wenn ihr euch heute den Hintergrund der Predigt anguckt, dann seht ihr diese Mauer. Das ist die Klagemauer in Jerusalem. Und das ist das Letzte, was vom Tempel übergeblieben ist. Und sie erinnert uns auch daran, dass das Volk Israel hin und her gependelt ist. König Salomo, König David ist ja durch viele Umstände König geworden.
Er hatte auf der einen Seite ein wirklich schweres Leben. Er ist verfolgt worden von Saul. Es war nicht abzusehen, dass er jemals König werden würde. Aber er hatte eine tiefe Beziehung zu Gott und er hat bei Gott tiefen Schutz gefunden. Und dann war es so, dass er Gott gerne ein Haus gebaut hätte. Er hätte gerne die Stiftshütte, die Bundeslade. Das hätte er gerne als etwas Großartiges, als einen Mittelpunkt für das Volk Israel geschaffen. Aber es war ihm am Ende nicht vergönnt, sondern sein Sohn Salomo hat es gemacht. Sein Sohn Salomo hat den ersten Tempel gebaut. Das war etwa 1000 vor Christus. Und in diesem Tempel wurde dann geopfert. Es gab einen Vorhof, es gab das Heiligtum. Es gab das Allerheiligste, wo nur einmal im Jahr der Priester rein durfte, der Hohepriester. Und nach Salomo gab es aber verschiedene andere Könige. Nach Salomo ist das Nordreich und das Südreich voneinander getrennt worden. Der Tempel stand im Südreich. Dort wohnten nur die Nachkommen von Juda und von Benjamin. Dann gab es den König Ahas. König Ahas hat auch andere Religionen ins Land gelassen. War ja nicht so schlimm. Da gab es auch mal einen Tempel für Baal und einen für die Astarte. Und der Höhepunkt war eigentlich dann, als sie Kinder dem Gott Baal geopfert haben, auf dem Altar. Für uns heute gruselig, aber in der Bibel aufgeschrieben. Nach König Ahas gab es Hiskia. Hiskia hat eine Wendung vollzogen. Er hat alle diese fremden Altäre rausgeschmissen und hat dafür gesorgt, dass im Tempel Salomos wieder Brandopfer dargebracht wurden, dass der Tempelbetrieb wieder aufgebaut wurde. Danach gab es König Manasse. Bei Manasse ging es alles wieder so den Bach runter. Und wir sehen das an vielen Stellen bei Israel, dieses Hin und dieses Her. 587 vor Christus kam König Nebukadnezar aus Babylon. Und er hat die Israeliten überfallen und er hat den großen Teil des Volks mit nach Babylon genommen. Eine Deportation. Das liegt uns im Moment nahe, darüber nachzudenken, weil wir diese Woche gerade den Tag der Flüchtlinge hatten auf der Welt, wo man gehört hat, dass über 100 Millionen Menschen unterwegs sind, nicht in ihrem Heimatland. Dort war es auch so. Fast das ganze Volk Israel wurde deportiert nach Babylon. Und es hat gut 70 Jahre gedauert, bis dort wieder Bewegung reinkam. Und in diese Zeit wollen wir heute mal schauen. Das steht in Esra 1. Im ersten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros ließ der Herr in Erfüllung gehen, was er durch den Propheten Jeremia vorausgesagt hatte. Er bewog Kyros dazu, in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich folgenden Erlass zu verkünden. Spannend finde ich, dass es vorausgesagt war durch einen Propheten, dass das Volk Israel eigentlich schon wissen konnte, was jetzt kommt. Und da heißt es dann in dem Erlass: Kyros, der König von Persien, gibt bekannt: Alle Königreiche der Erde hat Gott, der Herr, der im Himmel regiert, in meine Gewalt gegeben. Er gab mir den Auftrag, ihm zu ehren, in Jerusalem, in der Provinz Juda, einen Tempel zu bauen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Kyros, der König von Persien, Babylonien, der sagt:
Der Gott, der diese Welt gemacht hat, hat mir den Auftrag gegeben, in Jerusalem den Tempel wieder aufzubauen. Das war nicht sein Land, das war schon 70 Jahre her und es kam völlig aus dem Off, außer dass der Prophet Jeremia es angekündigt hat. Wer von euch zu seinem Volk gehört, soll nun nach Jerusalem ziehen und beim Wiederaufbau des Tempels mithelfen, in dem der Herr angebetet wird. Denn er ist der Gott Israels, der in Jerusalem wohnt. Sein Segen möge euch begleiten. Alle Untertanen meines Reiches sollen den Judäern, die bei ihnen leben, Silber und Gold mitgeben, Vieh und was sie sonst noch brauchen, zusätzlich zu den freiwilligen Gaben für den Tempel in Jerusalem. Auch das finde ich wirklich beeindruckend. Also es ist ja schon ungewöhnlich, dass ein König von Persien sagt, dieser Gott der Israeliten hat mich beauftragt, ihren Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist noch ungewöhnlicher, dass er sagt, ihr Israeliten, wenn ihr zurückzieht dorthin, dann sollen eure Nachbarn euch Gold und Silber mitgeben, damit ihr euch das leisten könnt. Ich weiß nicht, was wir machen würden. Wir würden wahrscheinlich erstmal festhalten. Aber es war ein Befehl von ganz oben. Ich saß diese Woche beim Friseur, das muss man ja so ab und zu mal. Und wie das so ist, beim Friseur haben wir die politische Großwetterlage betrachtet. Also man versucht dann ja so ein bisschen die Zeit zu füllen und spricht so über dies und das. Und dann spricht man über Putin, man spricht über den Krieg in der Ukraine. Und während wir so darüber gesprochen haben, auch welche Aussichten es auf Frieden gibt, ging mir durch den Kopf, was für ein Wunder es ist, dass Gorbatschow die UdSSR aufgelöst hat, dass die beiden deutschen Völker sich wieder vereinigen durften, völlig friedlich. Ich dachte, aus dieser Position heute bekommt es eine ganz andere Bedeutung, weil wir so viel rechte Tendenzen haben. Wir haben so viel Tendenz, das festzuhalten, was wir gerade noch haben, weil wir merken, die Zeiten werden schwieriger, alles wird teurer, da muss man doch das bewahren, was wir haben. Aber in der Zeit, um 1989, war eine Zeit, wo so etwas Ähnliches passierte wie damals. Und auch da war dieser Gott, der Geschichte in der Hand hält. Christen haben seit dem Zweiten Weltkrieg dafür gebetet, dass es eine Wiedervereinigung der beiden deutschen Teile gab. Es gab in der BRD, gab es Fürbitte für Deutschland, eine Organisation, die das über viele, viele Jahre koordiniert hat und die Kontakt hatte in die DDR und die Menschen dort getroffen hat, die auch schon lange, lange beten. Und wie spannend, wenn wir uns heute daran erinnern, dass Gebet die Welt verändert und dass es diesen Gott gibt, der so viel größer ist als die Herrscher auf dieser Welt. Dann lesen wir in Esra 3. Da sind also alle die, die 515 etwa in Babylon losgezogen sind. Es waren über 42.000 Menschen, die sind angekommen in Jerusalem. Und in Kapitel 3 lesen wir dann zu Beginn des siebten Monats, als die Israeliten sich in ihren Wohnorten niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk in Jerusalem.
Jeschua, der Sohn von Josadak, und die anderen Priester, sowie Serubabel, der Sohn von Shealtiel, und seine Verwandten, sollten den Altar des Gottes Israel wieder aufbauen. Auf ihm sollten die Priester Brandopfer darbringen, so wie es im Gesetz von Mose, dem Mann Gottes, vorgeschrieben ist. Sie errichteten den Altar an seinem alten Platz, obwohl sie in ständiger Furcht vor den anderen Völkern im Land leben mussten. Jeden Morgen und jeden Abend opferten sie für den Herrn. Obwohl das Fundament des Tempels noch nicht gelegt war, begannen die Israeliten am ersten Tag des siebten Monats, dem Herrn wieder Brandopfer darzubringen. Über diese Stelle bin ich gestolpert. Das fand ich richtig ungewöhnlich. Sie kommen also mit 42.000 Menschen diesen weiten Weg. Es hat 7 Monate gedauert, bis sie alle angekommen sind. Und man könnte ja denken, sie bauen ihr Volk wieder auf. Sie etablieren ihre Nation. Und das Symbol für ihre Nation war der Tempel. Einerseits ist spannend, dass Jeschua aus dem Priestergeschlecht war und Serubbabel ein Nachkomme von König David. Also es sind beide Teile des Volkes nach Jerusalem zurückgekommen. Einmal das Priestergeschlecht und einmal die Königsherrschaft. Und dann wäre doch naheliegend gewesen, wenn sie angefangen hätten, den Tempel aufzubauen. Das war ein wirklicher Prunkbau, das war ein Schmuckstück, was auf dem Tempelberg lag und die ganze Stadt krönte sozusagen. Also man konnte von weit her, konnte man diesen Tempel auf dem Berg sehen. Aber was macht dieses Volk, was machen diese Leute dort? Als allererstes bauen sie den Brandopferaltar wieder auf. Das heißt für mich, ihnen war wichtiger, dass sie wieder opfern konnten, als dass der Ruf ihres Volkes wiederhergestellt war. Ihnen war wichtiger, dass ihre Beziehung zu Gott wieder funktionieren konnte, als dass sie wieder eine Nation wurden. Die hatten sich also tatsächlich über diese 70 Jahre Exil bewahrt zu verstehen, dass es diesen Gott gab, von dem die Propheten gesagt haben, er wird sie zurück in ihr Land bringen. Und er wird es wieder möglich machen, mit ihnen zusammen ein Volk zu sein. Ihr seht auf diesem Bild hier diesen Brandopferaltar. Der hat hier außen 4 Hörner. Und die 4 Hörner waren üblich für die damalige Zeit. Es gab auch andere Altäre für andere Götter, die so gebaut wurden. Man schätzt, dass er ungefähr 4,5 Meter hoch war. Da oben, das soll so eine Priesterfigur sein, da sieht man die Relation so ein bisschen. Und normalerweise bei den heidnischen Göttern waren auf den Hörnern Götterfiguren. Und diese Götter symbolisierten, dass sie anwesend waren und sich das Opfer angeschaut haben. Auf diesem Altar sind die Hörner. Sie sind ein Symbol für die Gegenwart Gottes, aber es sind keine Götterfiguren. Aber die Gegenwart Gottes ist trotzdem da. Typisch für den Brandopferaltar war, dass das Opfer ganz verbrannt wurde. Es blieb nichts davon über. Es gab andere Opfer, wo die Priester davon zu essen gekriegt hatten, man selber noch ein halbes Lamm mit nach Hause nahm. Aber auf dem Brandopferaltar,
da gehörte alles Gott. Und sie haben morgens und abends haben sie geopfert. Sie haben Lämmer in der Regel geopfert und morgens und abends ein Lamm. Wenn man gerade angekommen war, das ist gar nicht wenig. Da gab es hier in der Mitte, gab es ein Gitter und auf dem Gitter wurde das Tier verbrannt. Und Aufgabe der Priester war es, dafür zu sorgen, dass dieses Feuer nie ausgeht. Tag und Nacht nicht. Da gab es also immer Priester, die Wache hielten. Und ich glaube, als jetzt diese Menschen wieder zurückkamen und diesen Altar aufgebaut haben, da hatten sie einen ganz anderen Bezug zu diesem Altar, als die Menschen, die dort die Opfer dargebracht haben, kurz bevor sie nach Babylonien entführt wurden. Für die war das ganz normal, es war immer so. Das war schon bei ihren Eltern so, das war schon bei ihren Großeltern so. Es war ganz normal, dass das da immer brannte und die Priester das immer gemacht haben. Das gehörte halt dazu. Aber für diese Menschen, die jetzt aus der Vertreibung kamen, für die hatte das eine viel tiefere Bedeutung. Sie hatten kein Reichtum mitgebracht, aber sie haben morgens und abends ein Lamm geopfert. Sie haben nicht zuerst den Tempel wieder aufgebaut, sondern ihnen war wichtig, dass ihre Beziehung zu Gott wieder Leben bekam, wieder einen Ausdruck bekam, wo jeder sehen konnte, sie sind immer noch das Volk Israel, das diesem Gott vertraut, der Himmel und Erde gemacht hat. Übrigens war es so, kurze Rückblende, es war gar nicht üblich, dass wenn ein Volk ein anderes besiegt hat, dass es den Tempel zerstört. Da gab es so eine Art Respekt, den hat man stehen gelassen. Und es war etwas Besonderes, dass Nebukadnezar den Tempel in Jerusalem platt gemacht hat. Es ging nämlich das Gerücht um, dass die Israeliten glauben, dass solange dieser Tempel steht, sie unbesiegbar sind. Und da konnte Nebukadnezar schon fast nicht anders, als einmal zu sagen, nein, das seid ihr nicht. Und er hat alle Tempelgefäße mitgenommen, die nur der hohe Priester benutzen durfte, die hat er mit nach Babylon genommen. Und im Zuge dessen, dass das Volk wieder zurückgehen durfte, sind auch alle diese Gefäße wieder mit nach Jerusalem gekommen. Sie haben also zuerst den Brandopferaltar wieder aufgebaut. Und erst dann haben sie den Grundstein für den Tempel gelegt. Wenn ihr jetzt auf dem nächsten Bild mal guckt, dieses ist ein Modell des zweiten Tempels, also den Jeschua und Zerubbabel angefangen haben zu bauen. Und dieses Modell steht in Jerusalem im Museum. Und da kann man schön sehen, hier vorne war der Vorhof, hier hinten ging es ins Heiligtum und hier drin war das Allerheiligste. Der Brandopferaltar, der stand hier vorn. Da vorne, da durften die Männer und die Priester rein. Das war ihr Dienst, dort zu opfern. Und wenn ihr vielleicht bei Gelegenheit nochmal das Buch Esra lest, dann wird euch das, was ihr dort liest, bekannt vorkommen. Das klingt so wie das Volk Israel heute. Es gab Unstimmigkeiten beim Tempelbau. Sie wurden angeschwärzt beim König in Persien. Es ging hin und her. Sie durften bauen, sie durften nicht bauen. Und dann durften sie länger nicht mehr weiterbauen. Das Ganze ruhte. Und tatsächlich, interessanterweise, waren es wieder die Propheten, die an dieser Stelle Geschichte geprägt haben. Haggai und Zacharja, von beiden gibt es ja ein Buch in der Bibel, haben zu dieser Zeit gelebt.
Und sie sind zu Jeschua und Zerubbabel gegangen und haben gesagt: Seid mutig, kümmert euch nicht um das, was dort gesagt wird, baut einfach. Und das ist ziemlich naheliegend, natürlich weiß man das nicht in Gänze, aber es ist ziemlich naheliegend, wenn diese Propheten nicht gekommen wären, dann wäre nicht weitergebaut worden. Es war wichtige Ermutigung. Sie haben weitergebaut und dann kam auch Esra, nachdem dieses Buch benannt ist. Es gab also nochmal so einen kleinen Auszug aus Babylonien. Es kam Verstärkung, es kamen noch mehr Israeliten. Und dann war dieser Tempel fertig. Und als dieser Tempel fertig war, beziehungsweise anders, ganz zu Anfang, als erstmal der Grundstein für diesen Tempel gelegt wurde. Es gab mehrere Feste, aber wir gucken erstmal in das erste Fest. Esra 1. Als der Grundstein für den Tempel des Herrn gelegt war und die Loblieder erklangen, brach das ganze Volk in lauten Jubel aus. Da war also richtig Emotion da. Da kam für dieses Volk, was in der Vertreibung zerstreut war, kam Identität zurück. Es brach also lauter Jubel aus. Doch während die einen vor Freude jubelten, weinten die älteren Priester, Leviten und Sippenoberhäupter laut, denn sie hatten den ersten Tempel noch gekannt. Und sie haben vielleicht tatsächlich dieses Schwanken, dieses Pendeln des Volkes Israel sehr miterlebt. Und man weiß gar nicht richtig, auf welcher Seite haben sie gestanden. Es gab Priester, die haben auch Baal geopfert. Und es gab Priester, die haben verstanden, wie schrecklich das war, was da passierte. Und ich musste so denken dabei an diese Zeit, letztes Jahrhundert, in den 80er, 90er Jahren. Das war in Deutschland unter den Christen eine sehr dynamische Zeit. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Wolfram Kopfermann oder an verschiedene Konferenzen, die es in Deutschland gab. Es gab viele Gelegenheiten, wo Christen sich aus vielen Städten getroffen haben. Es gab einen Jesusmarsch in Berlin quer durch die Stadt mit 60.000 Teilnehmern aus ganz Deutschland. Es war eine schöne, dynamische Zeit. Und wenn wir uns erinnern, dass unsere Gebete Geschichte prägen, dann ist vielleicht heute wieder ein guter Moment dafür, weil man das auch bei Esra sehen konnte. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der heute trauert, so wie die Priester damals, weil auch tatsächlich etwas verloren gegangen ist. Es ist etwas verloren gegangen von dem Eifer, den man in der Zeit dort hatte. Es ist etwas verloren gegangen von den Kontakten, die man hatte, von dem Miteinander in Deutschland. Aber diese Geschichte macht ja Hoffnung auf die Zukunft. Sie macht Hoffnung darauf, dass Gott unsere Geschichte auch für Deutschland in der Hand hält. Und vielleicht ist auch wieder Zeit, anzufangen zu beten. Wieder neu. Dass wir uns erinnern und Gott daran erinnern, dass es in verschiedenen Gebieten wieder neu Tiefe braucht. Ich fand ganz spannend, mal die Geschichte von den äußeren Hebriden zu sehen und zu lesen. Die äußeren Hebriden sind eine kleine Inselgruppe nördlich von Schottland. Das ist ganz karges Land dort. Es ist harte, steinige Arbeit. Es gab viele Schafhirten. Und 1920 gab es dort in der anglikanischen Kirche eine richtige Erneuerungsbewegung. Die Menschen, die waren so betroffen,
davon, dass ihr Leben nicht mit Gott in Ordnung war. Die sind mitten in der Nacht in die Kirchen gekommen. Es gab dort Gottesdienste, die völlig abseits von den festgelegten Zeiten stattgefunden haben. Einfach, weil die Menschen sich getroffen haben und Gott nahe sein wollten. Und dann wurde das aber weniger, weil alle das mit Gott geklärt hatten und wieder mit Gott im Reinen waren. Und nach 10 Jahren, 1930 rum, gab es Menschen, die gesagt haben, boah, guck mal, wir haben da echt was verloren. Wir haben Tiefe zu Gott verloren. Und sie haben angefangen zu beten. Und Gott hat Gnade geschenkt. Es brach wieder etwas auf. Und es kamen wieder Menschen mitten in der Nacht in die Kirchen. Und sie haben teilweise bis zum Morgen gebetet. Und das Ganze wiederholte sich 1940. Ich glaube, dass wenn wir dieses Empfinden haben, wir haben was verloren, dass das was richtig Wertvolles, Gutes und Wichtiges ist, wenn wir diesen Antrieb haben, Herr, wir brauchen das wieder. Was können wir lernen aus der Geschichte von diesen Leuten, die da aus der Vertreibung wieder nach Hause gekommen sind? Diese Leute, die zuerst den Brandopferaltar aufgebaut haben, bevor sie den Tempel gebaut haben. Ich glaube, es gibt 2 Fragen, die wir uns heute Morgen stellen können. Die eine Frage ist, wo gibt es bei uns Formen ohne Füllung? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt, aber ich habe mich das gefragt, als ich die Bibel durchgelesen habe. Wofür gab es im Alten Testament bloß diese unzähligen Opferregeln? Ich kann so gut verstehen, dass das für die nur noch ein Ritual war, was man jeden Tag machen musste, weil es im Gesetz Mose stand. Und ich glaube, das war wirklich eine Herausforderung für diese Leute, das nicht nur als Ritual zu empfinden, sondern das mit Glauben zu füllen. Und vielleicht sind wir manchmal vor dieser gleichen Frage. Ich habe mal ein interessantes Gespräch mit Johannes geführt. Da ging es um Lobpreis. Ich bin groß geworden in einer Zeit, wo es noch Pfingstjubellieder gab. Also ein Gesangbuch mit Liedern, die viele Strophen hatten. Und ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo man es genossen hat, dass man nicht immer nur auf den Text gucken musste, sondern dass man ein Lied hatte, wo die erste Strophe war, du bist der Höchste, o Herr, oder du bist heilig. Und dann hat man es gesungen und gesungen und gesungen. Und während man gesungen hat, du bist heilig, da hat man das innerlich durchgekaut. Und beim 5. Mal hat man gesagt, ja Gott, du bist wirklich so heilig, noch viel heiliger, als ich das beim 1. Mal eigentlich verstanden hatte. Und mit diesem Singen ist auch Erkenntnis Gottes gekommen. Und Johannes ist in einer ganz anderen Zeit groß geworden. Als Johannes in Gemeinde reingewachsen ist, dazwischen liegen gut 20 Jahre, da gab es die Pfingstjubellieder fast nicht mehr. Es gab also nur noch diese kurzen, knappen Lieder, die 5-mal wiederholt wurden. Und er hat das Lied gesehen und hat gedacht, oje, und jetzt kommen noch 5-mal. Das, was in meiner Zeit etwas Erholsames war und neue Offenbarung von Gott, das war für Johannes in einer anderen Zeit nur ein Ritual. Und es gibt ja viele Dinge, die wir so als Christen tun.
Und ich glaube, es ist manchmal gut, einfach innezuhalten und zu überlegen, warum tue ich, was ich tue? Und wie kann ich aus diesem Ritual das machen, was diese 42.000, die zurückgekommen sind, wieder neu erlebt haben? Nämlich, dass sie dieses Opfer als etwas ganz Kostbares empfinden, was sie Gott wieder neu bringen können. Es gibt eine Begebenheit, 1. Samuel 15, 22, da ist der Prophet Samuel mit Saul im Gespräch. Es war nach einem Kriegszug und Saul hat sich nicht so verhalten, wie er sollte. Er hat einfach mehr Beute eingesackt, als geplant war. Und Samuel erklärt ihm, für Gott ist gar nicht wichtig, dass du ihm alle diese Opfer bringst. Für Gott ist viel wichtiger, dass du gehorsam bist. Es war für mich eine gute Erklärung, warum es diese ganzen Gesetze gab in der Tora. Gott hat dem Volk Israel einen Rahmen gegeben, in dem sie Gott gehorsam sein konnten. Und tatsächlich, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Auf der einen Seite machen wir Rituale und sie haben keine Füllung mehr. Und auf der anderen Seite können mir gute Gewohnheiten aber auch helfen, meinen Glauben zu leben. Es kann mir helfen, dass ich jeden Morgen oder jeden Abend meine Bibel raushole und etwas lese. Es kann mir helfen, dass ich feste Gebetszeiten habe. Es kann mir helfen, dass ich vielleicht jeden Sonntag in den Gottesdienst gehe. Oder aber es kann sein, ich bin gerade in einem Moment, wo ich sage, oh, ich muss einfach mal einen Spaziergang durch den Wald machen und meine ganz persönlichen Gebete führen. In Hesekiel 20, Vers 11 heißt es, ich gab ihnen meine Gebote und lehrte sie meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Also tatsächlich, es ist Leben darin, gute Gewohnheiten zu haben, die mir einen Halt geben, solange sie gefüllt sind und nicht leer werden. Es gibt ein Problem und dieses Problem möchte ich uns noch mit auf den Weg geben. Und zwar sagt Psalm 119,105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das bedeutet, ich habe vor mir so eine Lampe und einen Kegel. Ich sehe ja in der Regel nicht das große Ganze. Mein Gott ist mir einfach zu groß. Ich kann auch Geschichte nur in Auszügen begreifen. Ich habe also vor mir diesen Lichtkegel. Das ist das, was das Wort Gottes mir in diesem Moment erhält. Ich erkenne vielleicht auch gar nicht alle Bereiche, wo mein Leben nur noch ein Ritual geworden ist. Aber Gott zeigt mir immer das, was ich jetzt für diesen Moment brauche, damit mein Leben gut weitergehen kann. Hier habe ich euch zwei Kegel mitgebracht, die überschneiden sich voll. Aber tatsächlich ist es ja nicht immer so. Mir zeigt Gott, dass ich am nächsten Sonntag in den Wald gehen soll, weil ich da besondere Zeit mit ihm haben kann. Ich soll einfach mal so einen Moment haben, wo ich aus diesem Gottesdienstritual rauskomme. Und meinem Mann zu Hause zeigt Gott, wie wichtig das ist, die Gemeinde nicht zu verlassen. Es gibt einen Vers in der Bibel, verlass die Gemeinschaft der Heiligen nicht. Und dann stehen wir da und sagen, Schatz, was machst du heute? Ich gehe in den Gottesdienst. Und ich sage, ich gehe in den Wald. Also
Tatsächlich kann es so sein, dass sich unsere beiden Lichtkegel nicht immer zu 100% überlappen. Und genau das macht uns als Christen immer Mühe, weil ich habe gerade diese Lieder, die ich so gerne 5-mal singe, weil mit jedem Lied ein bisschen mehr Tiefe kommt. Und der neben mir sagt, o Herr, erbarm dich, lass es vorbeigehen. Und das macht uns Mühe. Aber wenn wir verstehen, dass jeder von uns nur diesen Kegel hat, dann hilft es uns, dass wir uns achten können darin, dass der andere vielleicht gerade einen anderen Ausschnitt sieht. Und es hilft nicht, dass ich ihm erkläre, wie mein Ausschnitt heute gerade ist. Es hilft aber, wenn wir uns das nächste Bild anschauen und dann kommen wir zurück zu unserem Ausgang. Die Energie in einem geschlossenen Raum geht nicht verloren. Wenn sie aber nicht zu den Seiten schwingt, sondern wenn ich sie nach oben umlenken kann, dann ist sie gut angekommen. Dann kann ich Gott sagen, pass auf meinen Mann auf, wenn er gerade diesen Weg geht. Pass auf meine Kinder auf, wenn sie vielleicht gerade einen ganz anderen Ausschnitt sehen. Pass auf die Gemeinde auf. Vielleicht meine ich, die Gemeinde bewegt sich in eine andere Richtung, in die ich gerade gar nicht gehen will. Das sind ja alles Nöte, die wir haben und die uns Mühe machen. Aber ich kann diese Energie umlenken, zu dem Gott, von dem Hilfe kommt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und er wird wissen, wer welchen Kegel zu welcher Zeit bekommt. Und er ist der, der diesen großen Überblick hat, was für ein Trost, dass ich das nicht haben muss. Es tröstet mich wirklich sehr. Genau, das sind unsere Aufgaben für heute. Wo gibt es Formen ohne Füllung? Und wo können mir gute Gewohnheiten helfen?